Moin, wir sind Vasco und Ennis. Und wir machen heute wieder bei den Schmexperimenten Schmexperimente. Genau, Vasco und Ennis sind wieder in meiner Experimente-Küche. Die zwei experimentieren heute mit einem Lebensmittel, das man auch die Königin der Früchte nennt. Außen ganz schön borstig, aber innen süß und fruchtig. Mmh. Was? Oh mein Gott. Das ist cool. Ananas in Scheiben, Ananas auf Spießen, Ananas ganz. Kaum zu übersehen, es geht um Ananas. Und dann gibt es Fleisch. Warum Fleisch? Was Ananas mit Fleisch macht, seht ihr gleich. Die exotische Frucht hat es nämlich wirklich in sich. Sie lässt uns im wahrsten Sinne des Wortes weich und anderes nicht fest werden. Mit ihrem süßen Fruchtfleisch und ihrer borstigen Schale sorgt sie auf der ganzen Welt für verrückte Schältechniken. Welche am besten klappt, testet ihr heute. Aber bevor ihr startet, stellt euch doch kurz vor. Ennis ist cool, hilfsbereit, sehr nett. Er ist schlau, finde ich. Er ist sehr schnell. Er ist der Schnellste der Klasse. Er ist auf jeden Fall sportlich. Seine Hobbys sind Schauspieler und Tischtennis spielen, Instrumente spielen. Vasco ist nett, hilfsbereit, lustig. Man kann gut mit ihm Witze erzählen und auch lachen. Er ist klug, sportlich, ja, ist er auch, musikalisch. Er spielt auch gerne Theater. Okay. Wir spielen beide sehr gerne Tischtennis. Wir zaubern auch gerne beide. Wir verstehen uns super. Also Vasco ist ein sehr guter Freund und man kann alles mit ihm zusammen machen. Wie findet ihr Ananas? Ich mag Ananas. Ich mag Ananas auch. Ananas ist cool. Mmh, die ist richtig saftig. Die ist richtig gut. Das, was ich an Ananas... Wenn du es isst, ist es mega lecker. Und danach hast du so ein komisches Gefühl im Mund. Genau um dieses komische Gefühl im Mund geht es in eurem ersten Experiment. Viele haben so ein leichtes Kribbeln auf der Zunge, wenn sie Ananas essen. Spürt ihr das auch? Mhm. Jetzt, wo du es sagst. Das hat irgendwie eine komische Säure. Mhm. Das Kribbeln kommt, weil die Ananas Eiweiße aufspaltet, also teilt. Schaut euch mal das Fleisch an. Okay. Ist das Fleisch? Also ich sehe keinen Unterschied. Oha. Oha. Das ist irgendwie so braun geworden fast. Ugh. Das ist wie Matsch. Oha, ja, okay. Ja, gut. Das ist zwar weich, aber das ist Matsch. Ja. In der Ananas gibt es ein Enzym, also einen Stoff, der Bromelain heißt. Und der spaltet das Eiweiß im Fleisch. Bromelain. Ey, Bromelain, du hast mein Fleisch zersetzt. Genau. Es macht das Fleisch ganz langsam weich und matschig, weil im Fleisch viel Eiweiß steckt. Das heißt, wenn wir Ananas essen, passiert das, was Ananas zum Fleisch macht? Genau. Spüren wir beim Ananasessen ein leichtes Kribbeln auf der Zunge, versucht das Bromelain seinen Job zu machen, Eiweiße zu spalten. Eier würde es auch angreifen. Richtig. Kurzes Eiweißquiz. In welchem der drei Lebensmittel steckt im Vergleich am meisten Eiweiß? In Parmesan, Eiern oder Fleisch? Das hier hat am meisten Eiweiß, da steckt im Wort von Ei drin. Also Ei ist auf jeden Fall, glaube ich, am meisten. Glaube ich. Das stimmt nicht. Nee? Hä? Hä? Aber Ei hat am meisten. Ei muss am erst als essen. Hä? Okay, was? Ei hat am. Was? Hä? Wait. So dann. Ja. So? Der Parmesan ist richtig. Der hat am meisten Eiweiß. Ja, gut. Dann haben wir jetzt alle. Als ob. Nein, niemand hat das Ei am wenigsten. Doch. Hä? Ich hätte es auch nicht gewusst, aber tatsächlich steckt in der gleichen Menge Parmesan mehr Eiweiß als im Ei selbst. Wisst ihr, wofür Eiweiß gut ist? Das ist gut. Kein Plan. Ich auch nicht. Um Muskeln aufzubauen. Ich gehe Eiweiß essen. Aber auch für eure Haare, eure Haut, die Nägel und Knochen ist Eiweiß gut. Und was hat jetzt Eiweiß mit Ananas zu tun? Achso, ja, das greift nur Eiweiß an. Genau, bestimmte Gerichte sollte man deswegen nicht mit frischer Ananas machen. Eine Swimmingpool-Torte würde zum Beispiel komplett zerlaufen. Swimmingpool-Torte? Mit frischer Ananas würde die blau gefärbte, eiweißreiche Gelatine nicht fest werden. Deswegen ist es manchmal tatsächlich besser, Dosenananas zu nehmen. Denn da wird die Ananas stark erhitzt. Und das hält das Bromelain nicht aus. Es hört auf, Eiweiß zu spalten. Den Unterschied in der Gelatine seht ihr in eurem nächsten Experiment. Nehmt euch mal zwei Glasschalen und rührt Gelatine ein. Das ist Gelatine? Sieht aus wie Glasscheiben. 5 Minuten im kalten Wasser
einweichen und leicht ausdrücken. Die sieht man fast nicht mehr. Die ausgedrückte Gelatine in etwas heißer Flüssigkeit auflösen. Oha! Die Gelatine, die ist komplett weich geworden. Gelatine wird in kaltem Wasser eingeweicht. Ist ja wie Stoff geworden. Das ist elastisch. Was? Und in warmem Wasser aufgelöst. In eine Schüssel kommt frische Ananas, in die andere Dosenananas. Und dazu nun die Gelatine. Ich drücke mal meine Gelatine aus. Oh mein Gott. Die Gelatine zerläuft. Schau es dir an. Jo, das wird jetzt krass. Pass auf. Zack. Boah. Also ich sehe die Gelatine nicht mehr. Also ist weg. Aufgelöst. Die Gelatinemasse braucht nun etwas Zeit, um abzukühlen. Das Ergebnis schauen wir uns später an. Wo wächst die eigentlich? Gute Frage. Amazonas, oder? Weltweit gibt es mehr als 100 verschiedene Ananassorten. Ursprünglich kommt die Ananas aus Amerika, genauer gesagt aus Südamerika. Die Ananas ist uralt. Man schätzt, dass die Frucht seit etwa 4000 Jahren angebaut wird. Heute wächst sie auch in anderen sonnigen Ländern oder in warmen, hellen Gewächshäusern. Aus den rot-lilafarbenen Blüten entsteht die Ananasfrucht. Sie ist reich an Vitaminen, vor allem Vitamin C, Mineralstoffen und Enzymen, zum Beispiel Bromelain. Deswegen gilt die Ananas als uraltes Heilmittel. Sie hilft bei der Verdauung und bei Entzündungen und soll als Creme auch die Haut frischer machen. Früher hat man die Fasern der Blätter auch für Bogensehnen verwendet. Heute werden aus den Ananasfasern auch Kleider und Taschen hergestellt, um tierisches Leder zu ersetzen. Vasco und Ennis wollen wissen, wann eine Ananas reif und süß ist. Wir wollen 3 Tipps, wie man die perfekte Ananas erkennt. Los geht's! Okay, 3 Tipps für euch. Erstens, testet, ob ihr die Ananas mit dem Daumen etwas eindrücken könnt. Sie sollte aber keine braunen oder matschigen Stellen haben. Zweitens, riecht mal am Boden von der Ananas. Wenn der süß-fruchtig duftet, dann ist sie super. Drittens, die Blätterkrone sollte schön grün und nicht vergilbt oder vertrocknet sein. Wenn ihr einzelne Blätter leicht aus der Krone herauszupfen könnt, ist das ein gutes Zeichen und die Ananas müsste reif sein. Super, die nehmen wir. Danke für die Tipps. Mal sehen, ob ihr wirklich schon gut Bescheid wisst. Das Quiz. Behauptung 1. Die Ananas wächst am liebsten bei warmen Temperaturen von 24 bis 30 Grad Celsius. Richtig. Ja, das war klar. Nächste Behauptung. Das Fruchtfleisch ist nicht immer gelb. Es gibt auch pinke Ananas. Nein. Nee? Nein. Es gibt pinke Karotten, weiß ich, aber es gibt keine pinke Ananas. Wenn es pinke Karotten gibt, kann es auch pinke Ananas geben. Hä, aber warum denn? Stimmt. Gibt es pink? Es gibt nicht pink. Ja. Die Behauptung stimmt tatsächlich. Ja, es ist super. Ich wollte es sagen, aber... Ja. In den USA wurde vor kurzem eine Ananas mit rosa Fruchtfleisch entwickelt. Was? Okay, dann 1 Punkt weniger. Nächste Behauptung. Eine Ananas wächst unglaublich schnell. Schon nach 4 Wochen ist sie reif für die Ernte. Kann sein. Kann sein. Sollen wir ja machen? Ja. Falsch. Nein. Nein. Eine Ananas braucht mehr als 1 Jahr, in weniger sonnigen Ländern sogar mehr als 1,5 Jahre, bis sie reif ist. Kopf hoch, weiter geht's. Wie schält man eine Ananas eigentlich am besten? Erstmal kommt das obere Teil ab. Ist ganz schön fest, ne? Ah, zack. Schaut euch mal das Video von einem echten Profi an. Oha. Also so rein und dann einmal die Haut ab, also die Schale. Was? Ist der Tab? Und jetzt zu Ende. Jetzt und dann zu einfach Stücken. Rausholen. Nee, jetzt macht er das zu Ende und dann drückt er die so raus, weißt du? Oh, was? Oh, das sieht richtig cool aus. Das sieht. Und dann hat man diese. Das sieht cool aus. Das will ich probieren. Ich mach das. Okay. Mhm. Mach du mal weiter. Zack, 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 zack. Ist schwer. Geht eigentlich. Der hat das mega schnell gemacht, also. Ja. Als Beruf so. Der macht das länger. Psst. Jetzt aber noch einen Kreis. Jetzt hat er das so reingestochen.
Sachen durchgezogen, also durchgeschnitten, so. So wie so ein Tic-Tac-Toe-Feld gemacht in die Ananas, damit er das mittlere Teil rausmachen kann. Dann hat er so gemacht, zack. Und jetzt? Nein, bei uns klappt's nicht. Oh, da muss man Ach so, ja, schlau. Wow. Das muss von unten. Nein, nein, steck's rein, steck's rein. Ja, nimm mal einen Spieß und hol den jetzt einfach raus, oder mit der Hand oder so. So, mittlerer Teil. Und zack. Das sieht mega cool aus, Jungs. Hallo. Und jetzt haben wir eine Ananas geschnitten. Eine Ananas zu schneiden ist echt schwierig. Am besten immer mit einem Erwachsenen zusammen machen. Lecker. Ich habe noch ein Video für euch mit einer anderen Schältechnik. Wow, okay. Yo. Oha. Ich mach das immer noch. What? Okay. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga, wie schaffst du das? Okay, gut. Okay, let's try. Boah, schön. Okay, so, das ist noch einfacher jetzt. Okay, so, zack. Und der macht das in Sekundenschnelle. So, und jetzt fängt der an einfach tuck, tuck, tuck. Ab jetzt wird's schwer, weil der hält die Ananas nur so und jetzt tuck, 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 tuck. Die Ananas ohne Übung so zu schneiden, wie der Mann es eben im Video gemacht hat, ist unmöglich. Legt die Ananas am besten aufs Brett, teilt sie in zwei Hälften und schneidet dann das Fruchtfleisch entlang vom Strunk ab. Zum Schluss die Stücke würfeln. Ich zeige euch mal, wie ich am liebsten Ananas schneide. Achtung, eine Ananas kommt geflogen. Als erstes den Strunk abschneiden. Hauk! Na gut, oder abbrechen. Aber dann noch mal schön sauber abschneiden. Halbiert die Ananas und trennt auch den unteren Strunk sauber ab. Schneidet dann den inneren harten Strunk raus. Genau. Entweder als Keil oder als einzelnes Stück. Legt die übrigen Stücke quer vor euch und ritzt sie bis zur Schale ein. Als wenn ihr Scheiben schneiden würdet. Nicht am Boden kommen. Genau, nicht bis zum Brett durchschneiden, sondern nur bis zur Schale schneiden. Bei Wassermelone macht man dann auch nochmal so. Genau das macht ihr auch. Am besten die Ananas auf dem Brett liegen lassen und vorsichtig zwischen Schale und Fruchtfleisch entlang schneiden. Oder ihr brecht die Ananasstücke einfach auseinander. Welche Schältechnik hat euch am besten gefallen? Als Video auf jeden Fall diesen Gott, der immer diese Zacken geschnitten hat. Ja, diesen für uns her fand ich die Art am besten. Am besten fand ich das, was wir gerade gemacht haben. Weil man dann nicht so innen drin die Stücken schneiden muss oder so. Prost Mahlzeit. Prost Ananas. Dann fehlt jetzt nur noch die Ananas in der Gelatine. Holt sie mal aus dem Kühlschrank. Oha! Oh, was? Oh mein Gott, das ist hart geworden, die Gelee. Bei mir läuft so ein bisschen so raus. Hier ist nicht. Hier ist es richtig hart. Ja. Wisst ihr noch, woran das liegt? Weil das eine ist frisch Ananas, das andere nicht. Nee, die hat keine... Briotin. Wie hieß das Ding? Briotin? Briotin. Brilotin. Brinotin. Brumnitin. Brumniotin. Ich weiß es nicht. Brunain. Brunain. Bromelain. Bromelain, habe ich gesagt. Das kann ich nicht merken. Habe ich gesagt. Bromelain. Das hat kein Bromelain. Ja, stimmt. Das hat kein Bromelain. Und das hier hat. Und das hier hat das Gelee zerlegt und das andere halt nicht. Genau. Das waren viele Infos zur Ananas heute. Wie hat es euch gefallen? Sehr gut. Ich liebe Ananas. Ich mag das auch. Und die ist besonders gut, schön saftig und nicht sauer. Und es hat sehr Spaß gemacht, die verschiedenen Schneidearten auszuprobieren. Und ja. Mit euch hat es auch großen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Oh yeah. Tschüss. Tschüss.